Lass uns sehen, ob wir uns verstehen können. That's right. Also ich habe so Hochdeutsch gelernt, natürlich. Ich kann es gut verstehen. Ja, kannst du. Also zum Beispiel, wie spät stehen Sie auf normalerweise morgens? Menschen in the morgen? Aufstehen? Ja. You mean, as boxing light, early light? Oder junge light? Jetzt. Fünf Uhr? 4 Uhr. Fünf Uhr. 5 Uhr morgens. Ja, okay. Ja. Okay, und was machen Sie zuerst? Oh, first breakfast? Okay. Oh, Pannekuchen? You know what Pannekuchen is? Nee. Pancakes. Und danach? Was machen Sie danach? Müssen Sie dann zur Arbeit? Oh, Grünbärter Mush and Gravy? You know what that is? Mashed potatoes and gravy. Okay. Und wie spät fangen Sie an zu arbeiten? Wenn wir auf der Bauerei sind, vielleicht 7 Uhr. Okay. Und wenn wir in der Factory schaffen, ja, yeah, bei 4, 5 Uhr. Okay. Ja. Yeah. Und wie spät gehen Sie ins Bett? Wenn Sie aufstehen in 4 Uhr, gehen Sie ins Bett 8 Uhr. Okay. Ja. Yeah. Yeah. Wenn Sie aufstehen in wenn Sie in die Arbeit gehen in 6 Uhr, stehen Sie vielleicht in 5 Uhr. Okay. Ja, okay. Ja. Und sprechen Sie mir Pennsylvania Dutch miteinander als yes. Englisch? Pennsylvania Dutch. Also, alle Zeit. Okay. Ja. Die andere Frau, mit wem ich gesprochen habe, meinte, dass es mehr Englisch gibt, besonders mit den jüngeren Generationen heutzutage, dass sie mehr englische Wörter benutzen als Deutsch. Okay. Also Pennsylvania yeah. Dutch. Yeah. Finden Sie das schade oder ist das okay? Es ist okay. Ja. Ja, es ist okay. Mir wäre Deutsch, Schweizer, Pennsylvania Deutsch. Lebenslebens in die Schule gehen, nur die mal Englisch schwätzen. So, wenn die in the first grade sind, oder Kindergarten, sie können Englisch schwätzen. Ja, okay. Was würden Sie sagen, was ist der größte Vorteil, Amish zu sein? Wir sind alle close zusammen, als Gemeinde. Ja. Gemeinde, alle close. Wenn wir haben ein Feuer, der nächste Tag, so oft sind, lädt das Helves wieder bauen. Und wenn wir ein großer hospital bill hand, everybody helps. Okay. Yeah. So, gemeinsam. And, yeah. And leichter Stierpille, a lot of people there help immediately. There's people there to help. Yeah. Okay. Yeah. It's community. Yeah, that's right. Yeah. I really hate to lose that. Wie spät stehen Sie auf? Okay. Wir stehen auf about 4 Uhr meistens und nun geht unser Bube in der Arbeit und nur die mir erstmal wieder anlehre. Eine Stunde ist so 5:30 or 6. See, here I go. Okay. Oder 6 Uhr, dann sind wir draußen, muss da ein Schaffen. Und was essen Sie zum Frühstück? Was wir hätten für Breakfast, das wäre der Meier, was French Toast, also mal ist es Eier und Bacon. Oder wir haben unsere eigene Hingel, Leghingel. Aber ist das jeden Morgen? Essen Sie so ein großes Breakfast zusammen oder ist das? Nicht immer, aber es ist nicht unusual. Wir haben es mal, wenn wir in a hurry sind, dann, you know, es ist wie ein Bowl Cereal, es ist mal, ja. Also, what is your favorite? Fruit Loops? Und yeah, different, yeah. Okay. Was machen Sie zum Spaß? Vielleicht draußen Croquet spielen, Volleyball, typical family and games. And the winner would be card games, inside or board games. A lot of board games.